Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal As Reiter. Wir sind in Folge Nummer 46 von Voxel Tycoon. Letztes Mal zum Schluss haben wir, glaube ich, in eine Forschung reingeguckt. 38 von 55 sind da jetzt mittlerweile. Und hier hatten wir 86 von 135. Da läuft also was. Ich habe dann noch gesehen, dass wir hier noch ein Signal setzen müssen. Das machen wir aber alles nach dem Intro. Ich würde sagen, bis gleich. So, da sind wir wieder im Spiel. Ich mache das mal hier hin und jetzt haben wir hier auch noch ein Zugsignal stehen. Wenn ich das jetzt hier so sehe, ja, dann könnte hier auch noch eins hin. Dann fährt der Zug nämlich bis dahin vor und der fährt bis dahin vor. Hier ist eingleisig, das passt. Das sind zwei Farben, das passt. Hier sieht es auch gut aus. Während hier man eigentlich schon oben noch nochmal das unterteilen kann, ne? Damit zwei Züge hintereinander drin stehen würden. Das sieht also auch gut aus, würde ich sagen. Vielleicht sollte man das hier auch noch machen. Okay, machen wir das erstmal. Falls dann Zug mehr fährt, momentan sieht es ja nicht so aus. Hier sieht alles gut aus. Ja, nee, das muss schon so bleiben, damit er da rausfährt und nicht dann da irgendwo was blockiert. Ich glaube, da sind wir erstmal so mit gut unterwegs, oder? Ja, sieht nicht schlecht aus. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir weiter. Das war, ich glaube, wir machen mal hier eine Stufe auf jeden Fall schneller, damit die ankommen, die Züge. Hier sieht es erstmal gut aus. Das wird geliefert wohl alles. Das passt. Hier ist was? Elektronikgeschäft, Vakuumröhren, die bauen wir noch gar nicht. Also können wir die auch nicht liefern. Das wird irgendwann pleite gehen. Hier haben wir Stahlbarren, die schrecklich sind. Ah, da wird gerade im Lager angeliefert. Also die Stahlbahnen kommen hier schon an, könnten aber mehr sein, ne? Ja, das Fahrzeug hat kein Geld eingebracht, das hören wir schon öfter hier, ne? Okay, hier haben wir Läuferungen überall wohl. Das sind wohl irgendwelche Stahlplatten. Ne, Glasscheibe, die geht auch nicht. Habe ich, glaube ich, auch nicht freigeschaltet. Die Eisenplatte ist, glaube ich, auch nicht freigeschaltet. Hier sieht es erstmal gut aus. Hier sind noch irgendwelche Bretter, Holzrahmen, okay, die werden aber auch nicht geliefert. Der Rest sieht erstmal gut aus. Und daneben am Rande der Insolvenz, okay, das können wir nicht ändern, hatten wir gerade schon drüber gesprochen. Hier sieht es gut aus, hatten wir gesagt. Hier sind Bretter. Ich glaube, da werden gar keine angeliefert, kann das sein? Logistik? Nee, gibt es hier nicht. Gefräß unten ist jetzt hier, ne? Okay, die sind für da zuständig. Leider sind die woanders. Gefräß oben passt nicht ganz. Warte mal, wenn ich hier drauf klicke, sehe ich, dass der die Verbindung zu dem hat. Aber der hat keine Verbindung zu dem. Und ja, den müsste ich dann ein bisschen umsetzen, damit das vielleicht funktionieren könnte, ne? Oder ich baue den hier irgendwo noch hin. Lass uns mal schnellstens hier noch ein Lagerhaus bauen. Wenn ich den hier hinbaue, ne? Ne, das ist... Ne, Lagerhaus ist auch falsch. Stopp. Verarbeitung, Labore, ne, wo war das denn jetzt hier? Terminals, hier muss es sein. Okay, wenn ich das jetzt hier so hinbaue, das reicht nicht. Ja, ich müsste es so hinbauen, dann würde es reichen und ich würde gleichzeitig mehr abdecken, ne? Und wo muss ich es hinbauen? So, Stück Straße auch noch gebaut, damit das passt. So, Gefräß 2 ist da, funktioniert, aber wir haben noch keine Bretter, die irgendwo abgeholt werden. Das heißt, hier sind die Züge. Gibt es hier auch Bretter? Da sind Bretter, aber keine drinne. Gut, das bedeutet Gefräßabzweig. Wir brauchen, kaufen ein Fahrzeug erstmal. Garage kaufen. Das Fahrzeug. Oder gab es einen neuen Bus, glaube ich. Den kaufen wir. Müssen dann bearbeiten. Halten. Zielort ist hier.
Laden und halt hinzufügen, hier entladen. So, das ist entweder Route speichern als Route 46. Machen wir Route 46 halt, ne? Der fährt jetzt. Baumarkt. So, das ist erstmal gut. Na, warte mal, vielleicht wäre es sinnig. Ah, da fahren so viele Fahrzeuge hier hin und her, die wohl gar nicht geladen haben, ne? Kann das sein, dass gar kein Zug gerade kommt, weil irgendwo wieder ein Stau ist? Na klar, ist wieder ein Stau irgendwo. Wo hapert es denn bitte schön? Hier hapert es gerade. Wieso fährt der Zug jetzt nicht einfach weiter? Ich dann falsches Signal hingestellt? So, der fährt jetzt auf jeden Fall weiter. Wir müssen nochmal nach den Signalen gucken. Da habe ich wahrscheinlich irgendwelche Signale falsch gestellt. So ein Vorsignal war es genau. Und wir müssen jetzt hier ein normales Signal bauen. So, jetzt fährt er da rein. Und der fährt da durch. Und den nächsten fahren. Und der fährt. Und der fährt. Und der fährt dahin. Und der fährt dahin. Der fährt langsamer geworden. Dahin. Ich glaube, jetzt klappt es wieder. Unternehmen ging bankrott. Das waren Möbel, die da irgendwo standen. Okay. Können wir alles schließen, glaube ich. Läuft jetzt wieder. Allerdings, vielleicht sollten wir auf Route 46 noch ein weiteres Fahrzeug setzen, weil eins ist bestimmt zu wenig. Kaufen, kaufen und auswählen und Route auswählen und Route 46 haben wir da. Und da starten. So, das fährt dann auch das Auto. Das ist schon mal gut, ne? So. Fahrzeug 43 fährt irgendwo lang. Wenn wir jetzt mal Pause machen und dann Fahrzeug 43 uns angucken. Oder, ja, ich glaube, das bringt gerade nichts hier. Der springt überall hin. Komm, mach weg. Das lasse fahren. Das bringt uns jetzt hier nicht weiter, die einzelnen Fahrzeuge zu gucken, wann die da was bringen oder nicht bringen. Ne? So, da haben wir erstmal 0 gemacht. Lass wieder fahren. Macht gerade keinen anderen Sinn. So, die werden beliefert. Zwei Autos fahren dahin. Hier ist dieses Fahrzeug unterwegs logistisch. Statistiken. Borgenteich. Süd wird angefahren. Einmal für Holz und einmal für Erze. Eigentlich müsste die Bahnlinie verlängert werden, ne? Aber das wird schwierig, glaube ich. Ich müsste sie ganz unten rumziehen, wenn aber hier mitten durch ist doch schwierig, oder? Ist natürlich hier ordentlich schon unterwegs, ne? Und könnte hier natürlich auch noch einen nebenher fahren lassen. Vielleicht hier noch eine Ausweiche bauen. Das hätten wir schon mal. Hat gut geklappt, oder? Steht er natürlich an dem Signal, was ich gerade gepflanzt habe. Das kannst du dann abreißen, damit er da wieder durchfährt. Ah, und das sind, glaube ich, alles Vorsignale. Naja, das ist, glaube ich, richtig, oder? So, das ist schon mal gut. Hier gibt es Steine, die durch die Gegend gefahren werden. Und wir bräuchten dann hier einen Bahnhof, der das hier beliefert, ne? Da müsste man diesen Bahnhof dann nutzen, oder wie ist das? Nee. Station. Könnte man mehrere nebeneinander natürlich bauen hier, ne?
müsste ich aber hier, glaube ich, eher bauen. Und dann will ich noch einen bauen tatsächlich, Dreier. Und dann müssen wir nur gucken. Wieso das nicht einer ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ist das da hinten eigentlich auch so, oder? Da sind auch vier Gleise. Ja. Gleis ist schon richtig. Ja, wäre schön gewesen, wenn es dann gepasst hätte, ne? Ach Mann, ey. Ja, noch ein Gleis wieder bauen, bitte. Und einmal hier so, jetzt geht's, ne? Und dann müssen wir das hier abreißen, damit die wieder fahren können, oder? So. So, jetzt muss ich nur gerade spicken von dem anderen Bahnhof, wie wir das da geregelt haben. Die haben alle Signale hier vorstehen, okay. Dann müssen wir das hier auch machen. Fahr den erstmal weg. Das geht jetzt nicht andersrum, oder was? Das heißt, dieses Signal muss wieder abgerissen werden und jetzt passt es aber. Gut, das bedeutet, das geht erstmal. Und jetzt müssen wir nur gucken, dass wir einen Zug auf die Reihe kriegen, der da hinten hinfährt. Allerdings bringt das uns eigentlich nichts, wenn wir jetzt hier nicht so einen Halt haben. Von den Autos her ein Terminal, der da auch anhalten kann, ne? Güterterminal. Und das müsste jetzt hier sein dann. Ja. Sitzt alles drin, passt. So, und dann können wir hier direkt da anliefern, obwohl es gerade gut fährt, so wie es aussieht. Aber ist jetzt auch egal. Wir machen das so, dass wir hier jetzt noch Terminals, nee, Lagerhäuser brauchen wir. Noch ein Lagerhaus. Und das soll da rein. Und da soll das rein, oder? Ja, da wird Holz und da wird Dingens. Dann passt das erstmal. So, und dann brauchen wir einen Zug. Fahrzeug ist unrentabel, genau, aber wir haben hier 1,1 Millionen, das heißt, es ist relativ unwichtig. Kaufen einen Zug, diese Lokomotive und dann hängen wir dort Bretter dran, ne? Rungenwagen ist es dann, oder? Vier sollte reichen, ne? Vier sind, ne, da sind mehr dran. Ne? Machen wir noch einen fünften. So, den kaufen wir. Und dann müssen wir den auswählen. Und der Rungenwagen kriegt einen Halt da hinten. Hier, weil da gibt es die Bretter, genau, laden. Und der fährt danach da hinten. Ich hoffe, das funktioniert alles so, wie ich mir das vorstelle. Nee, das nicht, sondern Halt hinzufügen und der kriegt das Gleis. Und dort bitte entladen. Speichern als Holz zu Bogenteich Transfer, okay. Und
Jetzt müssen wir kurz gucken, wann er startet, weil wäre schlecht, wenn er startet und da sind gerade ganz viele Züge in der Nähe. Ist es wohl nicht. Dann lass ihn fahren. Der fährt da durch. Und das klappt schon mal, glaube ich. Und das könnte auch insgesamt klappen, schätze ich mal. So, und dann kaufen wir noch einen Zug. Den wieder. Und hängen da jetzt diesmal. Ach so, den hatte ich zum Glück richtig ausgewählt. Jetzt müssten dann, das war jetzt eben. Ich habe Holzbretter gesehen, das waren aber Baumstämme. Und jetzt brauchen wir Eisenerz. Eisenplatten. Sand. Eisenerz ist hier. Da haben wir die 5, ne? Der kann auch mehr transportieren wie der. Passt. Und den kaufen wir jetzt. Dann gehen wir da rein. Halt hinzufügen. Eisenerz gibt es hier, ne? Oder? Ja. Laden. Und dann fährt er auch dahin hin. Und soll hier auf diesem Gleis halt hinzufügen. Entladen. Speichern wir als neue Linie und wir gucken wieder, wann der losfährt am besten, weil nachher haben wir hier ein Problem wieder. Okay, da fährt gerade einer rein. Ist jetzt voll. Dann kann er jetzt fahren, oder? So, das machen wir alles zu. Nachfrage gesunken. Der steht jetzt zurzeit hier und fährt bis da, blockiert ein bisschen. Und was hat er denn jetzt geladen? Auch Kohle? Tatsächlich. Aber denen wird auch gar keine Kohle abgenommen, oder? Das ist jetzt der Hammer, hä? So ein Zug, der das von alleine entscheidet, ist natürlich wieder prickelnd, oder? Nee, das ist richtig. Der ist jetzt da durchgefahren, hat zum Glück keine Ladung mehr. Ich wusste, dass sowas passieren könnte, wenn ich da nicht aufpasse, ne? Aktueller Auftrag überspringen geht, ja. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich schauen, dass hier kein so ein Ding steht. Und hier muss ich eine Ausweiche noch machen. Jetzt passt das hier wieder nicht, ne? Oh Mann, ey. Muss doch hier so rüber gehen, oder? Wieso kann er da abbiegen und da kann er nicht abbiegen, ey? Können wir das mal hinkriegen? Nö. Mann, 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 ey. Jetzt kommt der Zug und der kommt auch. Wow. Ah, der ist zum Glück da reingefahren. Alles klar. So, schnell Signale basteln. Die können wir schnell hier wegmachen jetzt. Der Zug fährt da lang. Da darf keiner mehr stehen, glaube ich. Und das darf da auch gerade nicht stehen. Der Halt ist da. Das heißt, wir müssen hier eigentlich auch noch einen Halt kriegen.
Oder gleich hier zweigleisig weiterbauen, weiß nicht, ne? Er schafft da wieder nicht, da dran zu schließen. Du glaubst es nicht, ey. Okay, nochmal. So, Signale wieder hierhin. So passt es. Hier passt es nicht. Da müssen wir noch was ändern, damit er da reinfahren kann. Okay, nochmal Signalbau. Und dieses weg. Ja, ich glaube, jetzt geht's, oder? Jetzt fährt hier gerade kein Zug, weil der verpennt hat, woanders lang zu fahren. Jetzt schafft er auch gar nicht da weiter, oder was? Oh. Gut, das heißt, das Signal müssen wir gerade einmal abreißen, damit er fahren kann. Sehr schön. Na, dann fährt er da auch nicht mehr hin. Dann reißt das auch noch ab. Jetzt fährt er endlich. Ich hoffe, jetzt passt's. Fährt da entladen, fährt zurück. Hat sich das hier gerade gesperrt. Okay. Geht erstmal. Ja, die fahren erstmal ganz gut hier hin und her, glaube ich. Vielleicht müssen wir hier noch eine Ausweiche bauen. Das sieht schon mal gut aus. Und das sieht, glaube ich, auch gut aus. So, Signale stehen, Züge fahren. Ich hoffe, hier fahren sie auch noch. Ja, das sieht erstmal gut aus. Da ist auch noch einer. Das heißt, das Ganze ist noch am Rollen. Okay, ich glaube, wir kommen damit hin. Hat das Basteln sich gelohnt, oder? Ist nur die Frage, wer hier hinten müssen wir jetzt nur noch Abnehmer finden, die das dann da auch wegbringen. Weil hier ist jetzt voll. So, das heißt, wir müssen jetzt, oder machen das besser in der nächsten Folge, diese zwei Autos abschaffen bzw. kürzere Strecken für machen. Machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.